Ich möchte nun zeigen, wie man Aufgaben auf kariertem Papier zeichnen kann. Dazu habe ich ein Word-Dokument und zeichne als erstes ein Textfeld. Immer wenn ich mit Word Tabellen anlegen möchte, empfiehlt es sich, ein Textfeld zu nehmen, weil man dann anschließend die Tabelle bequem verschieben kann. Word hat da weist einen Nachteil auf. Immer wenn ich Tabellen so verschiebe, dann führt das zu Problemen. Sobald ich ein Textfeld habe, ist das sehr, sehr einfach. Ich füge jetzt hier eine Tabelle ein. Ich nehme mal so viele Zellen und diese bearbeite ich jetzt hinsichtlich der Breite und der Höhe. Ich muss dafür auf dieses kleine Kreuz gehen und anschließend auf Tabelleneigenschaften. Und jetzt kann ich hier die Höhe definieren und zwar genau auf 0,5. Und bei der Spalte auf bevorzugte Breite von auch 0,5 Zentimetern. So, jetzt habe ich das hier. Und jetzt, wenn ich hier reinschreibe, dann sieht man, das verrückt die Zelle ein bisschen. Das ist noch nicht optimal gestaltet. Dafür nehme ich jetzt noch ein paar weitere Anpassungen vor. Unter Tabellen, Eigenschaften, unter Tabelle kann ich jetzt unter Optionen gehen und sagen, dass die Begrenzung hier 0 cm sein sollen. Und dann möchte ich nochmal die Linien ein wenig abändern auf dunkles Grau, damit das beim Drucken dann ein bisschen besser aussieht. Und kann jetzt hier reinschreiben. Jetzt ist es links bündig. Das kann ich auch noch ändern, indem ich hier die Tabelle markiere und auf Layout gehe und dann hier das anzeigen lasse auf mittig. Und schon kann ich hier jetzt eine 5 eintragen. Jetzt möchte ich allerdings noch ein paar mehr Zellen haben. Da sage ich einfach rechts einfügen und schon werden die im gleichen Format eingefügt und ich kann hier bequem meine Seite ausfüllen. Dann gestalte ich mal eine Malaufgabe. Ich nehme mal 52 mal 16 und der Malpunkt ist auch eine Sache, die in Word nicht voreingestellt ist. Da kann ich mir Hilfe holen, indem ich sage, bei Einfügen nehme ich ein Symbol und suche jetzt hier unter Mathematik und mathematische Symbole das Malzeichen. Mathematische Operatoren und schon ist es hier der Bullet Operator. Und jetzt füge ich einen Shortcut hinzu. Bei Tastenkombinationen sage ich hier neue Tastenkombination und ich wähle jetzt Steuerung und den normalen Punkt. Und lasse das zuordnen. Und immer wenn ich jetzt Steuerung mit Punkt drücke auf der Tastatur, dann wird der Malpunkt eingefügt. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt noch einmal oder möchte das einmal unterstreichen. Das kann ich hier bei Layout machen, bei Tabellenentwurf Rahmen übertragen und dann wähle ich hier einmal eine doppelte Linie und kann das dann einmal hier unterstreichen. Ich kann hier auch noch die Stiftfarbe ändern oder ich kann sagen, okay, ich möchte das nicht unterstrichen haben, dann zeichne ich wieder eine normale Linie. Wir sind jetzt fast fertig. Jetzt kann ich noch einmal dafür sorgen, dass der Tabellenrand oder dass die Tabellenumrundung weiß ist. Dazu gehe ich jetzt einmal, ich klicke den Rahmen an. Und sage hier unter Farbe, entweder nehme ich weiß oder keine Kontur. Ich nehme lieber weiß, weil ich dann den Rahmen noch besser greifen kann. Und das kann ich jetzt immer bequem verschieben. Und kann jetzt sagen, geht dann jetzt ausblenden. Und so sieht dann immer meine Tabelle aus. Wenn ich hier reinklicke, sehe ich den Rahmen, wo ich dann anfassen kann und kann meine Tabelle dann dementsprechend verschieben.
Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.